schwer verletzt? Nein, nicht der Rede wert. Die hätten euch fast die Seele aus dem Leib geschnitten. Nein, ich glaube eher, hinter meiner Seele ist der Teufel her. Nur der Teufel kann euch Polen in diese Richtung geschickt haben, um mir zu Hilfe zu kommen. Eine merkwürdige Art, uns zu danken. Wir retten euch das Leben und ihr fühlt euch in eurem Stolz verletzt. Unser Stolz ist das Einzige, was wir Ukrainer noch besitzen. Die Männer, die euch überfallen haben, waren Ukrainer. Warum überfallen sie ihre eigenen Landsleute? Weil sie verzweifelt und hungrig sind. Erstaunlich, dass ihr sie auch noch verteidigt. Ich teile ihre Notlage. Wenn ihr euch uns anschließt, habt ihr nichts mehr zu befürchten. Danke, aber wir haben nicht dieselbe Richtung. Ganz wie ihr wollt. Darf ich euren Namen erfahren? Wie ist der eure? Bohdan Chmelnitsky. Merkt euch den Namen. Ihr werdet ihn bald häufig hören. Bohdan Chmelnitsky. Für Chmelnitsky und die Ukraine! Chmelnitsky! Tod den polnischen Unterdrückern und Freiheit für die Ukraine! Tod allen Polen! Chmelnitsky! Chmelnitsky! Vorwärts Ukraine! Tod allen Polen! In Warschau ist man davon überzeugt, dass wir es hier mit einem unbedeutenden lokalen Konflikt zu tun haben. Die Herren in Warschau unterschätzen die Gefahr. Ich als Statthalter der Ukraine trage jetzt die Verantwortung dafür, dass es hier zu keinem Aufstand kommt. Der König lässt euch ausrichten, er lässt euch versichern, sollte es nötig werden, dann stellt er euch die gesamte polnische Armee zur freien Verfügung. Es nötig werden? Auf was wartet er denn noch? Er kennt die Schwäche unserer Streitkräfte. Der Großteil unserer Grenzgarnison besteht aus ukrainischen Truppen, deren Loyalität sehr fraglich ist und die wahrscheinlich bald zu Chmelnitsky überlaufen werden. Das glaubt ihr? Ja, und was noch schlimmer ist, es soll ein Waffenbündnis zwischen dem Rebellenführer und den Krim-Tataren geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Chmelnitsky so dumm ist. Er kennt doch die Tataren. Ein Bündnis mit dem Khan würde nur Verwüstung und Leid über das Land bringen, das er doch angeblich befreien will. Hm. Wie sie wüten, ist jedem bekannt. Die Rebellen sind sich dieser Gefahr nicht bewusst. Um uns aus ihrem Land zu vertreiben, würden sie sogar die Hilfe des Teufels annehmen. Ihr Problem. Ich bin hier, um die Ukraine zu verteidigen und das werde ich. Oder besser gesagt, wir werden sie verteidigen. Wie lautet mein Bestimmungsort, Prinz? Chegrin. 30 Meilen von der Grenze entfernt. Stellen wir uns vor, das wäre hier. Als Schutz gibt es nur zwei vorgelagerte Festungen, Kudak und Lubin. Sollten die beiden fallen, müsst ihr die Aufständischen allein aufhalten. Wer sind die beiden Kommandanten? In Lubin Oberst Bohun, Ukrainer. Für seine Soldaten eine lebende Legende, aber ich traue ihm nicht über den Weg. Und in Kudak? Ein Husarenoberst namens Kartuski. Er ist bereits unterwegs, um sein Kommando zu übernehmen. Kartuski? Ja. Er macht Zwischenhalt in Lubin und überbringt Bohun eine Nachricht. Etwa der Kartuski, der Chmelnitsky das Leben gerettet hat? Er ist nur einem Mann zur Hilfe geeilt, der sich in Lebensgefahr befand. Er konnte ja nicht wissen, dass es Chmelnitsky ist. Aber falls die beiden sich nochmal begegnen sollten, bin ich sicher, dass Kartuski die Schachtel wieder wettmachen wird. Wir haben Besuch. Ah, ein Husarenoberst.
Habt ihr euch verehrt? Ich suche Oberst Bohun. Was sagst du dazu, Longin? Jetzt siehst du mal, wie ein Husarenoffizier gekleidet ist. Diese prachtvollen Federn am Hut, diese prächtigen Ornamente am Mantel und diese wunderbaren Stiefel. Es fällt mir schwer zu glauben, dass ihr ein polnischer Offizier seid. Vergebt mir, Oberst, aber wir sind es nicht gewohnt, solch auserlesene Eleganz zu sehen. Wir hausen hier in Lubin mehr wie in einem Schweinestall. Mein Name ist Zagluba, Hauptmann Zagluba, ein polnischer Offizier, den es in diese gottverdammte ukrainische Wildnis verschlagen hat. Wisst ihr, wo Oberst Bohun ist? Ah, irgendwo da draußen. Er durchstreift die Steppe, wie jede Nacht. Ihr scheint nicht sehr gut informiert zu sein. Ach, wissen Sie, lieber Oberst, Bohun macht sich nicht die Mühe, andere zu informieren. Zagluba. Vergib mir, Oberst. Ich bin auf dem Weg nach Kudak, wo ich das Kommando übernehme. Ich bringe nur eine Botschaft für den Oberst von Prinz Jeremias. Eine Nachricht? Hoffentlich eine gute, sonst müssen wir wieder seine schlechte Laune ausbaden. Kennt ihr euch in dieser Gegend aus, Hauptmann? Ja, wie in meiner Rocktasche, die in letzter Zeit grundsätzlich immer leer ist. Dann brauche ich euch als Führer. Wir reiten nachts. Dann haben wir am Morgen das Rebellengebiet hinter uns. Ja, oder liegen bis zum jüngsten Tag dort. Ihr habt doch gesagt, Bohun reitet immer nachts, weil er es für sicherer hält. Ihr vergesst, dass ich nur ein ganz gewöhnlicher Sterblicher bin, der bereits sein linkes Auge in Polen verloren hat. Wollt ihr, dass ich jetzt mein rechtes Auge in der ukrainischen Steppe verliere? Kriege ich ein Messer in die Rippen, blute ich. Stößt man es noch tiefer, dann sterbe ich. Gilt das nicht auch für Bohun? Ja, naja, wer weiß. Naja, jedenfalls hat bisher noch kein Mensch auch nur einen einzigen Tropfen Blut von ihm gesehen. Ja, man sagt von ihm, er sei unverwundbar. Das Problem ist, dass Bohun langsam anfängt, selbst daran zu glauben. Aber wie auch immer, er empfindet es eher als Fluch, denn als Segen. Einen Schluck Wein? Tja, aber das begreift man erst, wenn man ihn kennt. Ich würde gern noch bleiben, um ihn kennenzulernen. Aber ich muss so schnell wie möglich nach Kudak. Ihr wollt also noch heute Nacht die Steppe durchqueren, hm? Ja, und ihr werdet uns führen, Hauptmann. Tja, wenn ihr es mir befehlt. Aber ich möchte, dass er auch mitkommt. Seht ihr dieses Schwert? Oh, was für ein Schwert! Es gehört ihm. Wenn er uns damit schützt, fühle ich mich wesentlich sicherer. Oh je, ich habe euch ja noch gar nicht meinen Freund vorgestellt. Der edle Litauer Longin Pabenda, der letzte Sprössling der Nidar. Was führt euch den weiten Weg hierher? Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, um mit demselben Schwert zu kämpfen wie meine Vorfahren auf den Kreuzzügen. Aber wie ich ihn kenne, wird er euch den zweiten Grund nicht verraten, obwohl er der wichtigere ist. Er möchte nämlich... Schweigt, sagt Luba. Aber warum denn? Ich wollte ihm doch nur erzählen, dass du Husar werden und so eine schmucke Uniform tragen willst. Na gut, Oberst. Wenn ihr bereit seid, können wir unverzüglich losreiten. Gehen wir. Danach weiter zu reiten. Sie könnten sich sammeln und zu Hunderten wiederkommen. Ihr habt recht. Dabei könnten wir viele Männer verlieren. Reiten wir weiter, Oberst? Was meint ihr, Zagluba? Ganz hier in der Nähe liegt Schloss Raslogi. Natürlich bekommen wir es dann mit der verrückten alten Prinzessin zu tun. Aber das ist immer noch angenehmer, als sich hier mit diesen Wilden rumzuschlagen. Hey, du da! Melde uns der Prinzessin.
Prinzessin? Ich sollte euch erschießen, Zagluba. Was wollt ihr hier um diese Stunde? Ihr werdet einen alten Freund doch nicht über den Haufen schießen, hm? Warum sollte ich mir die Mühe machen? Das überlasse ich den Rebellen. Euer Bauch ist eine ideale Zielscheibe. Ja, Sie haben es erst vorhin wieder versucht. Also, was wollt ihr, Zagluba? Ein Bett für mich und meine Freunde. Habe ich es mir doch gedacht. Ein Bett und freie Verpflegung. Ihr verwechselt mein Schloss wohl mit einem Gasthaus, was? Ihr könnt uns jetzt nicht rauswerfen. Da draußen wimmelt es nur so von Rebellen. Ein Wunder, dass wir noch am Leben sind. Verzeiht, ich bin Oberst Katuski. Bitte gewährt uns Kost und Logis für eine Nacht. Die Pferde können in den Stall und eure Soldaten auch. Ihr und Zagluba könnt im Schloss übernachten. Aber meine teuerste Prinzessin, soll Ritter Longin etwa auch im Stall schlafen? Wenn blaues Blut in seinen Adern fließt, kann er mit uns kommen. Hm. Bringt die Husaren unter und gebt ihnen zu essen. Ja, Herrin. Kommt. Kommt mit. Aber nur Wasser und Brot, das genügt für sie. Ja, Herrin. Holt Essen! Die Herren sind hungrig wie Wölfe. Und auch durstig. Vor allem durstig. Komm, Zagluba, helft mit, den Tisch abzuräumen. Verdient euch euer Essen und den vielen Wein, den ihr trinken werdet. Wo sind eure Söhne, Prinzessin? Auf Rebellenjagd, wie ihr wissen solltet. Sie werden zusammen mit eurem Oberst zurückkehren. Wenn Bohun hierher kommt, könnt ihr ihm den Brief von Prinz Jeremias auch selbst übergeben. Was höre ich da? Prinzessin? Prinz Jeremias schreibt höchstpersönlich einen Brief an Bohun? Ja. Warum auch nicht? So weit sind wir also schon gesunken. Mir ist klar, dass ein Bauernlümmel wie Bohun nützlich sein kann, aber alles hat doch seine Grenzen. Ist sie wirklich eine Prinzessin? Ja, die Kirkowitsch gehören mit zu den ältesten Adelsfamilien Polens. Komm zu Tisch. Setzt euch, Oberst. Ihr auch, junger Mann. Danke. Danke, Prinzessin. Greift zu, aber übertreibt es nicht. Lasst noch was für meine Söhne übrig. Ja. Die kommen immer halb verhungert nach Hause. Schenkt mir zuerst ein, Zagluba. Verzeiht, Prinzessin. Wer seid ihr? Ich weiß, ihr kommt von weit her. Seid ihr wahre Gläubige oder Ungläubige? Seid ihr etwa der Teufel? Sagt etwas, damit er sich beruhigt. Wir sind polnische Soldaten, bereit zu kämpfen und unser Leben zu opfern, damit die Gerechtigkeit obsiegt. Ihr werdet dafür eingehen ins Himmelreich. Der arme Junge hat mehr gelitten, als er ertragen konnte. Ich danke euch, dass ihr so freundlich zu meinem Vetter wart. Das Schicksal hat der einst so mächtigen Familie Kirkowitsch übel mitgespielt. Ich habe 5 Söhne zur Welt gebracht, allesamt Löwen. 2 davon sind tot und einer von ihnen ist wahnsinnig und blind. Nur Andrei und Sergei sind mir geblieben. Wie ist das geschehen? Die Tataren haben ihn geblendet. Sie hätten ihn umgebracht, wenn ihn Bohun nicht rechtzeitig befreit hätte. Rechtzeitig, sagt ihr? Rechtzeitig, wozu, möchte ich wissen. Etwa, um ihn mir in diesem Zustand nach Hause zu bringen? Wassili, mein liebster Wassili, geh wieder zurück in deine Kammer. Geh jetzt, mein Junge. Geh und bete. Ich will nicht, dass er hier herunterkommt. Ich will nicht, dass jeder sieht, was aus ihm geworden ist. Aber Tante, ich wollte ihm doch nur... Ich weiß. Aber wie oft habe ich dir schon gesagt, du darfst ihm nicht jedes Mal nachgeben. Ah, das sind bestimmt meine beiden anderen Söhne und Bohun. Sie werden halb verhungert sein, wie ich sie kenne. Andrei! Mutter? Sergei, Mutter. Gott sei Dank seid ihr wohlbehalten wieder zurück. Und nun begrüßt die edlen Herren, die heute die Nacht bei uns verbringen werden. Ich danke euch, Bohun, dass ihr mir meine Söhne unversehrt zurückgebracht habt. Das hier ist für euch, Prinzessin. Oh, ihr macht mich neugierig. Mein Gott, wie kommen diese Bauern zu so viel Gold und Silber? Unglaublich. Und trotzdem proben sie den Aufstand. Das soll einer verstehen. Sehen Sie. Warum seid ihr nicht in Lubin? Der Oberst hat mir... Ich befahl ihm, mich als Führer zu begleiten. Hm. Und wer seid ihr? Kommandant Prinz Jan Katuski. Zagluba, überreicht dem Oberst die Botschaft von Prinz Jeremias. Hey du! Nimm ihn. Thank you.
Lesen könnt ihr noch. Ja, wenn ich nah genug. Prinz Jeremias überschüttet mich mit Freundlichkeiten. Er schreibt, er schätzt und achtet mich. Er stellt mir alle möglichen Orden und Beförderungen in Aussicht. Macht mich der Prinz zum General, König oder Kaiser? Ja. Wieso geht ein Offizier der Husaren das Risiko ein, seine Uniform schmutzig zu machen? Ihr täuscht mir eine Nachricht zu Oberste. Ich bin mit meinen Leuten auf dem Weg zur Festung Kudak. Ich werde in Kudak das Kommando übernehmen. Ich habe um Waffen nachgesucht und was schickt er mir? Ein Stück Papier mit Versprechung. Womit sollen meine Leute kämpfen? Mit Versprechung? Oh ja, ich vergaß. Ich bin Ukrainer. Ihr kann man nicht vertrauen. Nein, niemand misstraut euch. Ihr meint sicher niemand außer den Polen. Nun gut, Oberst. Begebt euch nach Kudak. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Rebellen. Schade, dass ihr erst so spät hier eingetroffen seid. Ich hätte mich gern mit euch... Das ist für euch, Elena. Was immer auch in der Schatulle sein mag, ich bin sicher, ich habe es nicht verdient. Aber seht doch. Er versucht es immer wieder. Ja. Darf ich? Lasst mich mal sehen, Elena. Oh, was für ein prachtvolles Medaillon. Ich werde es in Verwahrung nehmen. Nein, nein, doch nicht für mich. Für Elena. Fasst es nicht an, Tante. Wer weiß, wie viele Menschen ihr Leben dafür lassen mussten. Hey, was ist denn hier für eine Stimmung? Lasst uns fröhlich sein. Ja, ihr habt recht. Vergessen wir den Krieg. Lasst uns feiern. Gebt mir eine Balalaika. Macht schon. Das Blut des Krieges befleckt unser aller Hände. Bohun bringt Vassili nach oben. Euch gehorcht er. Schickt die jungen Damen rein, sie sollen mitfeiern. Spielt etwas Beschwingtes darüber. Bringt noch mehr Wein. So, meine Freunde, jetzt lasst uns fröhlich sein. Schenkt mir Elsa gehen. Bohun, mein lieber Bruder. Meine Gebete werden euch gelten. Ja, komm, lass uns mit. Ja. Schenkt mir von allem. Ja. Habt ihr denn keine Angst? Es wird von Tag zu Tag gefährlicher, in dieser Gegend zu leben. Bohun beschützt uns. Warum glaubt ihr, dass er das kann? Weil Bohun hier von den Ukrainern fast wie ein Gott verehrt wird. Trotz dieses Beschützers könnte der Krieg dieses Haus heimsuchen. Wie ein Wirbelsturm. Ich weiß. Aber nach einem Wirbelsturm ist die Luft wieder klar und rein, ja. Was, wenn ich euch gestehen würde, dass ich mir manchmal nichts sehnlicher wünsche, als dass die Bauern hier hereingestürmt kommen und alles zerstören, was hier drin ist. Ihr scheint hier sehr unglücklich zu sein. Oh, bitte verzeiht. Und vergesst meine trüben Gedanken. Aber ich werde hier von Tag zu Tag trauriger. Lebt ihr hier schon längere Zeit? Man könnte sagen, schon immer. Ich habe nur noch blasse Erinnerungen an eine andere Welt. In einer... Davon trägt jemand eine Uniform, die aussieht wie eure, mein Vater. Ihr habt doch sicher einen Vertrauten hier. Vassili, mein Vetter. Wir sind sehr viel zusammen. Wir unterhalten uns oder ich lese ihm vor. Oder sitzen einfach da und schweigen. Durch ihn hat mein Leben endlich einen Sinn bekommen. Jetzt gibt es wenigstens einen Menschen, dem ich nützlich sein kann. Nein. Verzeiht, ich wollte. Was habt ihr heute? Was ist denn, Longin? Seid ihr schüchtern? Fürchtet ihr euch vor der holden Weiblichkeit? Nehmt sie ruhig in den Arm, sie beißt euch nicht.
Nein, nein, Prinzessin, das hat einen anderen Grund. Unser edler Ritter hat nämlich geschworen, bitte nicht. Er hat geschworen, so lange keusch zu bleiben, bis er mit seinem geheiligten riesigen Schwert drei Ungläubigen mit einem einzigen Hieb den Kopf abgeschlagen hat. So wie seine Vorfahren auf den Kreuzzügen. Aber mein lieber Ritter Longin, bis ihr drei Ungläubige findet, die so töricht sind, dass sie sich für euch in Reihe und Glied aufstellen, werdet ihr zu alt sein, um euch noch an den Damen zu erfreuen. Obacht! Ich dachte, ihr wolltet nach Kudak, um euch mit den Rebellen zu amüsieren. Wir brechen morgen früh auf. Aber ich sehe, ihr habt auch hier eine Möglichkeit gefunden, euch zu amüsieren. Ich hoffe, ihr seid ein guter Soldat, denn Kavalier seid ihr keiner. Euer Sarkasmus ist hier fehl am Platz. Ah, wie ich sehe, wollt ihr hier höfische Manieren einführen. Von einem Offizier erwarte ich Manieren. Ich hoffe, ihr führt euer Schwert besser als eure Zunge, denn sonst solltet ihr einen Knüppel mit euch führen. Ob Knüppel oder Schwert, entscheidend ist nur, wie man damit umgehen kann. Ein Mann kann sich nicht mit höfischen Gepflogenheiten befassen, wenn er einen Aufstand niederschlagen und durch Blut warten muss. Das genügt. Bohun, beleidigt nicht meine Gäste. Ich? Ihn beleidigen? Das würde ich nicht wagen. Ich stehe im Dienste Polens, genau wie er. Ich habe der Krone einen Treueeid geleistet, genau wie er. Seid ihr auch loyal? Loyalität gegen Loyalität. Kommt alle mit. Folgt mir in den Schloss. Kommt, gehen wir, Oberst. Sehen wir uns die Gefangenen an. Ihr auch, Elena. Kommt, Ritter, das wird euch Spaß machen. Los, steht auf, Oberst Bohun kommt. Meine Männer, sie würden bereitwillig für mich in den Tod gehen. Diese beiden Rebellen werden auch in den Tod gehen, aber nicht so bereitwillig. So, beweist eure Loyalität gegenüber Polen. Was ist? Ist euch der Mut abhanden gekommen? Es gehört kein Mut dazu, Wehrlose zu töten. Auch diese Rebellen haben Anspruch auf einen gerechten Prozess. Wie ihr wisst, untersteht die Region Lubin meinem Kommando. Das Gesetz bin also... Ein Einzelner ist nie das Gesetz. Andrei, der Oberst wünscht einen Prozess. Was meint ihr, sind wir damit einverstanden? Aber ja, wir sind alle dafür. Sergei kann sie verteidigen. Das einzige Verbrechen war, sie haben sich erwischen lassen. Wir könnten ihnen die Füße abhacken, dann können sie nicht mehr weglaufen. Da sie meistens zu Pferd unterwegs sind, hackt ihnen besser die Hände ab. Ja. Wacht auf! Mit einem solchen Benehmen entehrt ihr den Namen Polens. Bohun, bedenkt doch bitte, was ihr tut. Aber mein lieber Zagluba, ich muss sie bestrafen, nicht wahr? Ins Haus, Elena. Nein. Bohun will, dass ich es mit ansehe. Also bleibe ich hier. Seinetwegen. Ihr seid frei. Auf was wartet ihr? Geht! Geht! Sie wären frei. Befreit von dieser hässlichen Welt.
Kommt herunter, Oberst. Kommt und setzt euch zu. Dann können meine und eure Schlaflosigkeit einander Gesellschaft leisten. Was raubt euch den Schlaf, Bohun? Die Stille, in die ihr die zwei Gefangenen geschickt habt? Nein, ich stehe mit meinem Gewissen nie auf Kriegsfuß. Eurem Gewissen? Ich war überzeugt, ihr hättet keines. Aber anscheinend habt ihr es nur gezügelt. Wollt ihr mir Moral predigen? Nein, das wäre wohl zwecklos. Aber eines wüsste ich doch gern. Sagt, weshalb könnt ihr nicht schlafen? Tja, weil ich nur, wenn ich wach bin, träumen kann. Ah ja? Und wovon träumt ihr? Von etwas, das ihr wahrscheinlich nicht zu schätzen wisst. Es hat keine Bedeutung für euch, weil ihr es jederzeit haben könnt. Was meint ihr? Ich verstehe euch nicht. Wovon sprecht ihr? Von der Liebe einer Frau. Meint ihr die Liebe von einer beliebigen Frau? Nein. Einer einzigartigen Frau. Wenn ihr sie kennt, werbt um sie. Falls es sie wirklich gibt. Es gibt sie und ich kenne sie. Aber vielleicht ist es ein zu hochgestecktes Ziel für einen Bauern, an dessen Händen noch immer Erde klebt. Und Blut. Aber das dürfte doch für euch kein Hindernis sein. Selbst ein Bauer hat ein Anrecht auf Liebe. Das ist richtig. Aber es gibt noch ein weiteres Hindernis zwischen dieser Frau und mir. Euch. Ihr überrascht mich. Ihr betrachtet mich als euren Rivalen? Elena bewundert euch. Sie bewundert euch, weil ihr ihrem Stand angehört, ihrer Welt. Deshalb wäre es ein leichtes für euch, sie mir wegzunehmen. Wollt ihr, dass ich es versuche? Nein. Ich rate euch, vergesst sie. Ach ja? Dann nennt mir einen triftigen Grund, warum ich sie vergessen soll. Weil ich sie haben will. Obwohl sie euch verachtet. Ich liebe Elena. Und diese Tatsache sollte euch genügen. Lasst sie entscheiden. Ruft sie und fragt sie, ob sie eure Frau wird. Wenn sie einwilligt, dann... Ich brauche ihre Einwilligung nicht dazu. Sie ist mir versprochen. Sie gehört mir. Ihr wollt wohl sagen, man hat euch Elena verkauft. Eine sprudelnde Goldquelle, sie darf nicht versiegen. Aber Bohun wird langsam ungeduldig. Keine Sorge, er wird noch warten. Er will, dass ich ihr das hier unter das Kopfkissen lege. Vulpina hat Bohun versprochen, mit Hilfe dieses Hasenfußes verliebt sich Elena in ihn. Jetzt weiß ich, warum Bohun so oft zu dieser Hexe in der Höllenschlucht reitet. Nimmt er diesen abergläubischen Unsinn wirklich ernst? Hör auf, ich weiß nur eins. Er ist dumm und stolz und will nicht, dass wir Elena zur Heirat zwingen. Er will, dass sie aus Liebe Ja sagt. Sie werden über das Land hinwegreiten und es in Dunkelheit hüllen. Kinder werden ihren Müttern entrissen und getötet. Blut. Weinst du, Elena? Nein. Lies nicht weiter.
Vassili, wieso nicht? Du leidest, Elena. Ich höre Kummer und Leid in deiner Stimme. Ich dachte kurz, mein Leben würde sich ändern. Aber hier wird sich niemals etwas ändern. Nicht mal hoffen kann man hier. Er kommt zurück. Elena. Ihr seid zurückgekommen. Ich hab's gehofft. Aber woher? Es war der Ausdruck eurer Augen. Ich ritt davon, aber ich konnte ihn nicht vergessen. Es war wie ein stummer Hilfeschrei und deshalb bin ich wieder umgekehrt. Ja, gestern Nacht war ich schon auf dem Weg zu euch. Ich wusste nicht genau, um was ich euch bitten wollte. Vielleicht wollte ich euch bitten, mich zu beschützen, mich hier wegzuholen. Aber als ich vor eurer Tür stand, da verließ mich der Mut. Und ich... Ich bin gekommen, um euch zu beschützen, was auch geschieht. Ihr sollt frei entscheiden können. Ah, jetzt habe ich mich schon wieder verzählt. Geh und hol mir was zu schreiben. Schreiben? Ja, du Trottel, Tintenfass und Feder. Besitzen wir sowas überhaupt? Ich glaube, da hinten in der Truhe habe ich sowas mal gesehen. Aber beschwören möchte ich es nicht. Schluss jetzt mit euren Albernheiten. Geh, bring auch Papier mit. Und wenn keins da ist, reiß ein paar leere Seiten aus einem Buch raus. Für die interessieren sich sowieso nur die Mäuse. Und Elena natürlich. Ihr? Ich dachte, ihr wärt weggeritten. Euch an der Seite Elenas zu sehen, bereitet mir Unbehagen. Das kann ich mir denken. Ihr habt sie ja Bohun versprochen. Was soll das heißen? Dass sie ihn nie heiraten wird. Ich bin ihr Vormund. Elena wird tun, was ich ihr sage, und ihr schert euch zum Teufel. Ganz wie ihr wollt. Aber dann sehe ich mich leider dazu gezwungen, eine gründliche Untersuchung über Bohuns Treiben hier anzustellen und in welcher Beziehung er zu euch steht. Dazu werdet ihr keine Gelegenheit haben. Meine Männer warten vor den Toren des Schlosses. Und sollte ich nicht zurückkehren, haben sie den Befehl, sich hier gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Was immer auch der Preis sein mag, den ihr für Bohuns Schutz bezahlen müsst, Elena bekommt er nicht. Ihr spielt hier den braven Ritter, der die holde Jungfrau vor dem Drachen retten will. Aber seid doch ehrlich, ihr wollt sie selbst heiraten. Bevor ich darauf antworte, muss ich erst Elena befragen, ob das auch ihr freier Wunsch ist. Jan, ich... Jetzt hört euch das an. Sind wir hier vielleicht in einer Liebeslaube? Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Wir haben nur zwei Möglichkeiten, Mutter. Entweder wir töten ihn oder wir geben ihm Elena. Wenn wir unser Einverständnis geben, wer beschützt uns dann vor Bohun? In Chagrin wärt ihr sicher vor ihm. Nein, niemand bringt uns dazu, das hier im Stich zu lassen. Wir haben einen sehr hohen Preis dafür bezahlt, um uns hier niederzulassen. Aber jetzt sind wir hier und bleiben hier. In ständiger Angst vor Bohun? Naja, die Vorstellung, Elena einem polnischen Prinzen zu geben, anstatt einem ukrainischen Bauern, ist sehr verführerisch. Bohun zu hintergehen ist gefährlich. Mich zu hintergehen ist wesentlich gefährlicher. Wir müssten es vor Bohun geheim halten, wenigstens vorerst. Wir müssten weiterhin so tun, als wäre nichts geschehen. Aber selbst dann wäre diese Sache noch äußerst riskant. Jetzt kommt mit mir, mein lieber Prinz. Es gibt noch einiges zu besprechen, bevor ich mich endgültig entscheide. Ihr müsst schnellstens Raslogi verlassen. Nein, Jan. Wenn die Rebellen bis hierher vordringen, bedeutet das, Kudak ist gefallen. Und dann ist es mir egal, wo ich bin. Ob hier oder irgendwo anders. Aber Kudak wird nicht fallen. Wenn ich euch bitte, fortzugehen, dann ist es wegen Bohun und weil ich den Versprechungen eurer Tante nicht traue. Ich fürchte mich nicht mehr vor Bohun. Ich fühle mich stark, Jan. Eure Liebe gibt mir Kraft und Stärke. Elena. Meine liebste Elena. Wenn ich bedenke,
gestern noch existierten wir nicht füreinander und heute... Und doch ist es als... als ob ich auf euch gewartet hätte, mein ganzes Leben lang. Wenn ihr schon gehen müsst, geht jetzt. Wir müssen jetzt Abschied nehmen, Elena. Aber wir trennen uns voller Hoffnung und Liebe. Ja, und das kann mir auch niemand mehr wegnehmen. Außenposten. Der letzte Außenposten des Glaubens. Wie stark ist die Garnison? Etwa 1000 Ukrainer und ein Bataillon preußischer Söldner. Aufstellung! In Reihe und Glied! Kommandant, wo sind die ukrainischen Soldaten? Sie haben uns vor 3 Tagen verlassen, um sich Chmelnitzki anzuschließen. Korrekter ausgedrückt, sie sind desertiert. Das ist korrekt. Zeigt den Husaren ihr Quartier. Kommt mit. Wir sind nur wenige, aber gut ausgerüstet. Damit können wir den Posten halten. Die ukrainischen Soldaten haben unsere Kanonen zerstört. Und wenn Chmelnitzki sich mit den Tataren verbündet... Haltet ihr das für möglich? Sie handeln bereits Verträge aus. Dann können wir nur hoffen. Und ehrenvoll sterben. Ich bewundere euren Mut. Ich hätte nicht gedacht, dass ausländische Truppen so viel Loyalität zeigen. Unser Vertrag mit Prinz Jeremias ist noch 1 Jahr gültig. Aber ihr wisst, das könnte eure letzte Schlacht sein. Ich habe den Befehl erhalten, diesen Posten hier zu verteidigen. Und das werde ich. Und sollte es vonnöten sein, dann sterbe ich dafür. Das gehört mit zu dem Risiko, das ein Berufssoldat akzeptieren muss. Wenn wir jetzt unloyal werden, würde uns kein Land jemals wieder in seinen Sold nehmen. Gentian. Reitet schnell nach Raslogi und überbringt Prinzessin Elena die Nachricht. Sie muss sofort das Schloss verlassen. Wir werden hier nicht lange standhalten. Warum schickt ihr mich? Ich möchte an eurer Seite sein, wenn es zum Gefecht kommt. Habt ihr keine Angst vor dem Tod? Doch, das habe ich. Ihr nicht? Doch, ich auch. Ma per te non è ancora il momento di affrontarla. Damit. Es lässt auch das härteste aller Herzen schmelzen. Was ist, Vulpina? Sagst du mir die Zukunft voraus? Was siehst du in meiner Hand? Mit euch nimmt es ein schlimmes Ende. Ihr werdet einmal in Wodka ersaufen. Und das nennt sie ein schlimmes Ende. Geh, Vulpina, lass mich allein. Wenn ihr wollt, dass das junge Fräulein sich in euch verliebt, dann bringt sie mir in die Höllenschlucht. Gebt mir 2 Tage, dann schicke ich sie euch als Turteltaube wieder zurück. Das versprichst du mir jedes Mal, aber bis jetzt hat keines deiner Mittel gewirkt. Geh, lass mich allein. Komm her, Teufel.
von diesem Teufelszeug trinkt, bekommt sie allenfalls Magenschmerzen. Ja. Liebe aus der Flasche. Es muss doch einen Weg geben, dass sie mich freiwillig heiratet. Ja. Sir Gruber, es trifft doch zu, dass ihr ein Baron seid, oder? Ja, aber arm wie eine Kirchenmaus. Wollt ihr reich werden? Wollt ihr reich sein, Sir Gruber? Verkauft mir euren Titel. Mein Name? Nicht doch, Bohun. Ich will euren Titel haben. Na schön, ihr kriegt ihn, wenn er euch von Nutzen ist. Aber glaubt ihr wirklich, das würde Elenas Meinung ändern? Ja. Na dann sollten wir das gleich mit einem Wodka begießen. Ich hole ihn. Oberst, diesen Husar haben wir auf der Straße nach Aslogi erwischt. Wir mussten ihn 3 Meilen verfolgen, ehe wir ihn aufhalten konnten. Ihr müsst meinen Männern verzeihen, dass sie eure Reise unterbrochen haben. Aber sie haben Befehl, jeden auf dieser Straße anzuhalten. Und was führt euch nach Aslogi? Aslogi? Davon habe ich noch nie gehört. Hm? Sagt mir, habt ihr mich schon mal gesehen? Nein. Seltsam. Ihr kommt mir bekannt vor. Das ist unmöglich. Ich reite heute zum ersten Mal durch diesen Teil der Steppe. Zagluba! Ja, Oberst? Kennt ihr diesen Soldaten? Aber ja, das ist Genschan, der Bursche von Oberst Katuski. Durchsucht ihn. Ihr seid es, Bohun. Wie geht es euch? Oh, wir haben heute Abend nicht mit eurer Gesellschaft gerechnet. Wir haben Durst. Wollt ihr uns keinen Wein anbieten? Nein, kein Wein heute Abend. Wir wollen uns an etwas anderem berauschen. Wollt ihr mir nicht sagen, was vorgefallen ist, Bohun? Ihr seid so seltsam. Ja. Das liegt an den Widrigkeiten dieses Krieges. Ich muss gegen Ukrainer kämpfen und bin selbst Ukrainer. Das ist eure Pflicht. Ja, aber die Pflicht vermag es nicht, den Aufschrei des eigenen Gewissens zu unterdrücken. Es sind Menschen meiner eigenen Heimat, arme Bauern, wie ich einst. Ich verstehe eure Bedenken, aber ihr habt der polnischen Krone einen Treueeid geschworen. Ja, und doch fällt es schwer, die eigenen Brüder zu töten. Aber es sind vagabundierende Bauern. Gegen die ich natürlich die edlen Polens verteidigen muss. Alle so edel und ehrlich wie ihr, die ihr mir mit jedem Wort eure Wertschätzung entgegenbringt, nicht wahr? Ja, natürlich, Bohun. Wir schätzen euch über alles. Ihr gehört praktisch schon zur Familie. Ja, sobald ich Elena geheiratet habe. Aber ihr zögert die Heirat immer wieder hinaus. Warum? Lasst uns ein andermal darüber sprechen. Nein, ich will es jetzt von euch hören. Gebt mir nochmal euer Wort. Das Wort einer Adelsfamilie. Meiner zukünftigen Familie. Elena gehört euch. Jetzt versucht es ihr, Zagluba. Haltet um Elenas Hand an. Vielleicht verspricht sie Elena ja auch euch. Was soll das? Ihr müsst betrunken sein. Lest vor. Lest! Liebste Elena, die Gefahr einer Invasion scheint immer unabwendbarer. Ich ersuche hiermit eure Tante, wie mit ihr abgesprochen, unverzüglich mit euch Aslogi zu verlassen und nach Sparres zu gehen, wo ihr vor den Rebellen und vor allem vor Bohun sicher seid. Und wo unsere Liebe nicht mehr gefährdet ist, liebste Elena. Ich schließe diesen Brief mit der dringlichen Aufforderung, euch so schnell wie möglich auf den Weg zu machen. Geht weg! Los, bringt sie weg! Wenn ihr euch rächen wollt, wenn ihr euch an uns rächen wollt, dann rächt euch bitte an mir! An mir, Bohun! Wenn ihr schon töten müsst, dann tötet mich! Nein, Bohun, ihr täuscht euch. Er hat uns gedroht. Zum Schein darauf eingegangen, aber ich würde euch gegenüber niemals wortbrüchig werden.
Ich beschwöre euch, sie wird euch heiraten. Alles. Ich gab euch alles. Ihr habt alles genommen und nichts gegeben. Nur Lügen. Aber heute Abend hole ich mir alles zurück. Und sie euch, sie gehört euch. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Nehmt euch alles, was ihr wollt. Aber bitte lasst mich los. Ja. Ich bin der Wehbuch. Bitte lasst mich los. Ich nehme mir alles. Ich nehme mir Elena. Und spart euch eure Rechtfertigungen und Lügen auf für Gott. Denn für mich kommen sie zu spät. Nein. Es ist nicht zu spät, um euch zu sagen, dass ich sie euch niemals gegeben hätte. Wie konntet ihr das nur glauben? Denkt ihr wirklich, ich hätte einer Ehe zwischen einer Kirkowitsch und einem dreckigen ukrainischen Bauern wie euch zugestimmt? Sergej! Andrei! Sergej! Ich will, dass dieses Schlangennest dem Erdboden gleichgemacht wird. Hier soll nicht ein Stein auf dem anderen stehen bleiben. Sag, Luba, wir schlagen uns auf die Seite von Chmelnitzki. Ja, ja, ich bin Polen nichts mehr schuldig. Nein, Bohun, ich werde nicht mehr weiter an eurer Seite kämpfen. Euch begleitet ein Todesgestank, der mir Ekel verursacht und mir die Luft abschnürt. Warum tötet ihr mich nicht auch? Tötet mich! Hier, nehmt das! Nehmt mein Schwert! Denn eures klebt jetzt fest in seiner Scheide, fest geworden von dem Blut, mit dem es befleckt ist. Wir waren Freunde, gute Freunde. Aber jetzt, nach dem, was ihr hier angerichtet habt, will ich nichts mehr mit euch zu tun haben. Ich will nicht mitschuldig werden an diesem sinnlosen Massaker. Denn wenn ich euch folge, muss ich eure Schuld mittragen und das will ich nicht. Ich kann es nicht! Sag, Luba! Sollten wir uns je wieder begegnen, bringe ich euch um. Aus Vasili. Nehmt ihn mit. Ihr könnt ihn mitnehmen. Komm mit, Vasili, komm. Hab keine Angst, komm mit.
herzlich willkommen in der Höllenschlucht, Bohun. Wie ich sehe, habt ihr eure Zukünftige mitgebracht. Was für eine Überraschung. Führt sie hinein. Kommt, meine Liebe, ich... Keine Angst, ich beiße nicht. Bringt die Sachen in die Hütte. Was ist mit ihr? Sie ist so kalt wie der Nordwind im Winter. Na los, macht schon, beeilt euch. Bringt alles rein und stellt es irgendwo hin. Ich möchte, dass du sie nicht aus den Augen lässt, bis ich wieder zurückkomme. Keine Angst. Ich werde sie hüten wie meinen eigenen Augapfel, Bohun. Ah. Nein, der ist nicht für dich. Ich habe ihn nur mitgebracht, um diese Hütte hier etwas erträglicher zu machen. Geh jetzt. Worauf wartet ihr noch? Dass ich ja sage? Nein. Aber ich habe sehr viel Geduld. Und eines Tages vielleicht... Da könnt ihr warten, bis ihr tot seid. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr endlich weg seid und ich euch nie mehr wiedersehen muss. Ihr hasst. Ich auch. Das heißt, ihr habt noch irgendein Gefühl für mich. Nein, ich hasse euch nicht mehr. Ich kann für euch nur noch Verachtung und Mitleid empfinden. Ich verzichte auf euer Mitleid. Ich weiß. Es wäre euch lieber, wenn ich euch hassen würde, weil das Einzige ist, was ihr versteht. Nein, das ist nicht wahr. Ich würde mein Leben für euch geben, Elena. Euer Leben? Ihr habt doch überhaupt keines. Jetzt weiß ich auch, warum man sagt, dass ihr unsterblich seid. Ihr könnt nicht sterben, Bohun, weil ihr bereits seit langer Zeit tot seid. Die Luft, die ihr ausatmet, ist faulig vom Gestank all derer, die ihr ermordet habt. Hört auf! Nein! Eure unzähligen Opfer haben den Allmächtigen um Rache angefleht. Er hat euch dazu verdammt, ewig mit diesem Fluch zu leben. Und die Schreie eurer Opfer werden euch nie... Hört auf! Hört auf, bei Gott sonst! Vermag ihn ein zweites Mal sterben zu lassen. Nicht mal ihr, selbst wenn ihr es täglich versucht. Wenn wir uns zusammenschließen, könnten wir sie besiegen. Seht, ich habe euch meine Männer, meine Pferde, meine Waffen mitgebracht. Und meinen Namen. Der nicht unbedeutend ist. Aber ich möchte gewinnen. Ihr habt Angst um euren Namen? Nein, ich will uns von den Polen befreien. Das wollt ihr doch auch, oder? Deshalb wäre es ein großer Fehler, wenn ihr die Hilfe der Krim-Tataren ablehnen würdet. Was glaubt ihr wohl, warum der Khan uns helfen will? Er will doch nur unbehelligt in die Dörfer einfallen und sie brandschatzen und plündern. Das ist nun mal ihre Mentalität. Sie töten. Eben gar. Es liegt ihnen im Blut. Ihr hasst die Polen vielleicht noch mehr als ich, aber ich bin nicht sicher, ob ihr unsere Heimat so liebt wie ich. Ohne die Tataren schaffen wir es nie. Gut, Kudak überrennen wir. Dort gibt es nur eine Handvoll Husaren und Söldner. Aber danach, ja, danach, da stoßen wir ins Herz Polens vor. Ich habe immer von einer unabhängigen Ukraine geträumt. Einer freien Ukraine. Befreit durch unsere eigenen Leute. Geträumt? Glaubt ihr denn wirklich, man könnte diesen Krieg mit euren Träumen gewinnen? Wollt ihr unseren Sieg? Oder eure Rache? Ihr zweifelt? Viel Glück, Longin. Ich wollte kämpfen, nicht als Bote dienen. Diese Botschaft ist von größter Bedeutung. Wir müssen Prinz Jeremias warnen, ehe es zu spät ist. Er muss erfahren, dass Bohun zu Chmelnitzki übergelaufen ist und wir Verstärkung brauchen. Alle auf ihre Posten! Lasst alle! Alle auf ihre Posten!
Eine Horde Tartaren. Khmelnytsky hat sich mit ihnen verbündet. Damit ist unser Schicksal besiegt. Schnell, reitet los. Es ist unmöglich, die Festung unbemerkt zu verlassen. Ihr verlasst die Festung durch das hintere Tor, während wir versuchen, sie vorne aufzuhalten. Aber das wäre euer aller Tod. Ein ehrenvoller Tod, Ritter Longin. Reitet los. Viel Glück. An. Alles aufsitzen, wir greifen an! Ihr übernehmt hier das Kommando. Steh ihnen bei. Los! Dieser Sieg muss gefeiert werden. Holt die gefangenen Offiziere. Wir wollen uns die Zeit vertreiben. Aber wo ist Khmelnytsky? Er weiß, was ihr unter Zeitvertreib versteht und sieht. Und das gefällt ihm. Er zieht es vor, seinen Feldzug fortzusetzen. Dann bestellt Khmelnytsky. Wenn er weiterziehen will, dann soll er weiterziehen. Ich warte hier noch auf Verstärkung. Und während wir hier warten, werdet ihr uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Das war nicht Teil unserer Vereinbarung, Alganbek. Dann sehe ich mich gezwungen, die Dinge selbst zu konfiszieren. Eure Dörfer sind sehr reich und die Frauen hier... Die gefangenen Offiziere! Einen Husarenoberst zu Tode zu foltern, wird meinen Männern besonders viel Spaß machen. Werft ihn ihnen vor! Nein, halt! Khmelnytsky will, dass er am Leben bleibt. Warum? Das weiß ich nicht. Vielleicht bringt er ihm ein gutes Lösegeld. Warum ist mir das nicht eingefallen? Aber er wird mir wohl einen Teil davon abgeben. Ich habe meinen Männern einen Offizier versprochen. Also führt ihn raus. Hände weg! Ich kenne den Weg. Los, Leute, auf ihn! Ja, komm her! Ja.
Realität. Das waren doch eure Worte. Ja. Vielleicht erkennt ihr das wieder. Lasst euch durch das Blut nicht irritieren. Ein äußerst interessanter Liebesbrief. Wo ist Gentian? Ja, Gentian. Ich erinnere mich. Tot. Aber so viel Aufregung wegen eures Burschen? Fragt mich doch nach den anderen. Ja, ja, ich verstehe. Ihr fürchtet, die Antwort könnte zu schmerzvoll sein. Wie schildere ich euch nur die Tragödie, ohne dass ihr zu sehr leiden müsst? Beginnen wir bei der Prinzessin und ihren beiden Söhnen. Von edlem Geblüt wie ihr, aber dumm. Sie haben versucht, mich zu hintergehen und dafür musste ich sie töten. Ich habe das Schloss in Schutt und Asche legen lassen und mich an den Flammen ergötzt, die alles verschlungen haben. Nur Sagluba und Vassili habe ich verschont. Sie sind auf dem Weg nach Tschech. Schluss jetzt mit dem grausamen Spiel! Wo ist Elena? Elena? Wo habt ihr sie hingebracht? Elena ist ein Engel. Und sie ist dort, wo alle aufsässigen Engel hingehören. In der Halle. Ihr habt sie getötet? Ich hab gesagt, sie ist in der Hölle. Ich will wissen, wo Elena ist. Nehmt meinen Dolch. Nehmt ihn. Stoßt zu. Tötet mich. Dann werde ich euch, bevor ich mein Leben aushauche, sagen, wo Elena ist. Dann könnt ihr zu ihr laufen und sagen, ihr habt gesehen, wie Borons Blut aus seiner Leiche getropft ist, zusammen mit seiner Seele. Ich... Was macht ihr hier? Ich habe ihm Gelegenheit gegeben, mich zu töten. Ihr habt sie nicht genutzt? Brivanos, führ ihn aus dem Lager, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommt. Und lass ihn laufen. Ihr seid mir nichts schuldig. Ich wäre euch nie zur Hilfe gekommen, wenn ich damals gewusst hätte, wer ihr seid. Schon möglich, aber ihr habt es getan und dafür schenke ich euch das Leben. Geht jetzt. Lass mich los. Das ist also der Grund. Ihr bezahlt eine Schuld, er hat euch das Leben gerettet. Richtig. Habt ihr Angst vor ihm? Ja. Aber nicht als Soldat. Habt ihr euch deswegen mit uns verbündet? Ein persönlicher Rachefeldzug. Mit Hilfe der Tataren. Und wer bezahlt den Preis dafür? Ihr seht ja, was sie anrichten. Sie plündern und zerstören unsere Dörfer und machen auch vor den Menschen nicht Halt.
Bedankt ihr euch so bei eurem Retter? Hey, Kreuzritter! Ich kann nirgendwo drei abgeschlagene Köpfe entdecken. Seid ihr Anuschka? Ja. Euer Vater macht sich Sorgen um euch. Er sucht euch überall. Hauptmann, Prinz Jeremias hat Verstärkung geschickt. Na, endlich. Kommt mit, Longin. Wir wollen Sie gleich begrüßen. Kommt, Longin. Beeilt euch. Hauptmann, ich bringe gute Nachrichten. Wir haben Oberst Katuski erschöpft, aber unverletzt in der Steppe aufgelesen. Wo ist er? Dort, bei den Flüchtlingen, die wir unterwegs mitgenommen haben. Danke. Oberst! Oh. Oberst, ich war mir sicher, dass ihr längst da oben im Himmel seid. Schön, euch wiederzusehen. Longin. Nimm meinen Arm. Ihr seid durchgekommen. Jetzt? Ich bin stolz auf euch. Ich habe lediglich eine Botschaft überbracht. Eine ziemliche Leistung, die Steppe zu durchqueren, die voller Rebellen ist. Aber zur Belohnung macht man ihnen jetzt Hosa. Die Truppen des Königs sind also schon unterwegs. Ja. Hauptmann, meine Männer sind zum Abmarsch bereit. Danke. Kommt, setzt euch einen Moment. Fertig machen zum Abmarsch, wir brechen gleich auf. Macht Platz auf den Wagen für die Verwundeten. Wer laufen kann, geht zu Fuß. Helft den Frauen und den Kindern, beeilt euch. Wir müssen vor Einbruch der Dunkelheit im Check-in sein. Oberst, auf Schloss Raslogi ist etwas Schreckliches. Ich bin Bohun begegnet. Ich weiß alles. Nur nicht, wo er Elena versteckt hat. Habt ihr keinen Hinweis? Er sagte, sie wäre in der Hölle. Ich habe ihn immer wieder gefragt, aber er gab mir immer die gleiche Antwort. Sie lebt in der Hölle. Sonst nichts, nur... Sie lebt in der Hölle. In der Hölle, sagt er? Ja, und er hat es immer wiederholt. So, als wäre es ein Hinweis. Natürlich! Wenn ich jemand verstecken müsste, würde ich ihn auch dort verstecken. Macht keine Scherze darüber. Habt ihr denn noch nie etwas von dieser Hexe, Vulpina und ihrer Hütte in der Höllenschlucht gehört? Nein. Sagt mir, wo das ist. Es ist nur ein paar Stunden von hier entfernt. Wartet. Ich gehe besser allein. Vulpina kennt mich. Sie weiß, dass ich Bohuns Freund bin. Zagluba, ich will mir die Sache erst mal ansehen. Ich versuche, mich näher ranzuschleichen. Wartet hier. Prinzessin? Zagluba, was? Ich bin hier, um euch zu holen. Aber Zagluba, ihr müsst... Bohun ist so verliebt in euch, dass er es nicht mehr erträgt, von euch getrennt zu sein. Und deshalb wollte... Ihr habt recht. Und deshalb möchte ich auch, dass ihr hier bleibt. Sehr dumm von euch. Ich habe euch doch gesagt, solltet ihr mir je wieder über den Weg laufen, bringe ich euch um. Und das nein, bitte nicht, Bohun. Er ist alt. Ja, er ist alt. Ein alter Feigling. Ja, Bohun. Ich war mein Leben lang ein Feigling und habe mich vor euch gefürchtet. Aber jetzt habe ich keine Angst mehr vor euch. Ah, ihr habt euch Verstärkung mitgebracht.
Ja, da draußen stehen mehr als 50 Husaren bereit und warten nur darauf, dass ich sie rufe. Und euer Oberst, euer neuer Befehlshaber. Wenn ihr wollt, laufe ich raus und sage ihnen, wenn sie nicht sofort wegreiten, tötet ihr die Prinzessin. Du dummes Weib! Er weiß genau, dass ich Elena nie etwas zuleide tun würde. Nicht mal für einen Platz im Himmel. Ihr? Ja. Ihr könnt mir aber von Nutzen sein. Vorsicht, Sir Kluber! Das nächste Mal steckt er in eurem Rücken. Versucht das nicht nochmal, Zagluba. Ihr wisst doch, dass ich mein Ziel nie verfehle. Geht vor. Zieht euch zurück und lasst uns vorbei. Sonst bin ich gezwungen, euren Hauptmann zu töten. Lasst ihn nicht entkommen! Feuer! Feuer! Elena, wie schön, dass du wieder hier bist. Ich wünschte, Zagluba wäre auch hier. Ein Mann, der von sich selbst sagte, er sei ein Feigling und doch so tapfer gestorben ist. Und so viele andere Männer mussten sterben. Und noch weitere werden sterben für uns, um uns zu retten. O Herr im Himmel, warum bestrafst du deine Kinder? Warum lässt du uns so schrecklich leiden? Vassili! Elena, nichts, was du jetzt sagst, wird ihm sinnvoll erscheinen. Nichts macht mehr Sinn in diesem Krieg. Alles ist so hoffnungslos. Dieser Albtraum wird zu Ende gehen. Aber wann, Jan? Wann? Wir sind wie Ertrinkende in einem Meer von Blut, Hass und Leid. Aber wir sind zusammen. Aber wie lange noch? Und mit welcher Hoffnung? Kein Mensch kann voraussagen, wie lange dieser Krieg dauert und wie er endet. Denk daran, was immer auch geschehen mag. Wir werden immer zusammen sein. Ja. Du hast recht. Was auch geschieht, wir werden zusammen sein. Thank you.
Pfarrer Longin Pavenda erbittet die Ehre, Husar werden zu dürfen. Von heute bis in alle Ewigkeit Husar im Dienste des Heiligen Kreuzes und Polens. Auf ewig Husar. Es sind Tausende und Abertausende. Wir müssen sie auf Distanz halten. Sie haben zwei riesige Türme dabei, um unsere Mauern zu überklettern, aber es scheinen keine gewöhnlichen Türme zu sein. Wozu mögen die dienen? Ich fürchte, das werden wir noch früh genug erfahren. Erteilt den Befehl, Feuer frei. Achtung! Feuer! Das Pulvermagazin. Mist, jetzt haben wir kein Pulver mehr. Kommt, General, wir bringen Sie in die Unterkunft. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Die Schüsse haben aufgehört. Ja, die Schüsse da unten stehen. Was wollt ihr? Unsere Kriegsgeräte haben nur eine kleine Kostprobe ihres Könnens geliefert. Ich habe den Khan gebeten, euch noch eine Chance zu geben. Falls ihr eure totale Vernichtung abwenden wollt. Weshalb diese Großzügigkeit? Eine sehr gute Frage. Ich weiß leider keine Antwort darauf. Aber wie auch immer, ergebt euch, damit jene, die noch am Leben sind, am Leben bleiben. Ihr werdet nie erleben, dass ein Husar sich ergibt, Bohun. Bohun! Bohun! Vasili! Wo ist meine Mutter? Wo sind meine Brüder? Kannst du wieder sehen?
Nur euch, Bohun! Lo so. Rischiano la vita. Ma non abbiamo scelta. Aber es ist unsere einzige Chance und ich werde Sie nicht davon abhalten. Das ist hoffnungslos. Das ist Ihr Tod. Wenn es Ihnen nicht gelingt, sind wir alle tot. Wir können uns nicht verteidigen ohne Pulver. Für die Kanonen und die Gewehre. Es ist den Versuch wert. Wenn Sie es schaffen, gewinnen wir ein, zwei Tage. Bis dahin wird Prinz Jeremias mit seinen Truppen eintreffen. Ihr werdet sie mit einer Patrouille, soweit es geht, begleiten. Und haltet euch bereit, um ihnen zu helfen. Mehr vermag ich leider nicht für Sie zu tun. Warum sagst du mir nicht? Ich muss mich nicht ängstigen, mir keine Sorgen machen. Auch wenn es schwer ist. Ich werde dich nie anlügen. Du musst jetzt tapfer sein. Ich will dir nicht verschweigen, dass es gefährlich werden kann. Aber wir müssen es tun, um unser aller Leben zu retten. Weder Longin noch ich wissen, was uns da draußen erwartet. Unser Leben liegt nicht mehr in unseren Händen. Viel Glück, Oberst. Danke. Es geschafft. Kommt mit, Anushka. Gehen wir auf den Wachturm. Nein. Ich kann nicht. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Angst. Geister! Mit den Schnüffeln! Thank you.
Man ihn gefunden? Ganz ruhig. Thank you.
formiert die Kavallerie und greift sie über die rechte Flanke an. Ja, Kalinski soll euch folgen und dass mir keiner dieser polnischen Hunde überlebt. Vorwärts! Tod allen Polen! Alles herhören! Wir greifen über die rechte Flanke an! Seid ihr soweit? Fertig zum Angriff! Zu Befehl! Husaren aufsitzen! Folgt mir! Wir werden sie in die Zange nehmen.
Lasst mich sterben. Tötet mich. Ich liege schon zu lange im Sterben. Ich flehe euch an. Tötet mich. Sagt Elena, dass ihr mein Blut gesehen habt. Jetzt muss sie mit meinem Geist leben, bis sie stirbt. Zusammen.